es rund 150.000 Blinde und etwa 500.000 Sehbehinderte. Fußball-Drittligist Preußen Münster hat heute den FC Hansa Rostock auswärts mit 4:2 geschlagen. Den ersten Treffer landete Sufjan Benjamina in der 22. Minute. Die Gegner konnten bis zur Halbzeit ausgleichen. Doch dann gingen die Preußen wieder in Führung. Die Partie endete mit Kevin Schönbergs 4:2-Treffer in der 88. Minute. Preußen rückt in der Tabelle von Platz 11 auf 8 vor. Soweit die Nachrichten in der Lokalzeit.